Willkommen, meine lieben Cosi-Freunde. Es geht weiter mit Fae Farm und ich stehe hier an einem Wegschrein. Und dieser Wegschrein hat sogar schon einen Stein. Aber da steht, derzeit sind keine weiteren Wegschreine freigeschaltet, zu denen du reisen kannst. Und deswegen werden wir uns in dieser Folge doch mal darum kümmern, Wegschreine freizuschalten. Ich denke mal, das ist eine gute Sache. Es ist auch eine gute Sache, diese Blume wegzupflücken. Und die beste Sache ist, dass mein Rucksack voll ist. Von daher werden wir doch jetzt erstmal ein bisschen was transferieren. Alles, was wir nicht brauchen. Das ist ziemlich viel. Das kommt weg und das. Und genau, ich habe auch ein bisschen Eisen geholt und ein bisschen Kupfer geholt. Was ist das denn? Ach, irgendwas Neues, genau. Das kann da rein. Naja, den Rest behalten wir erstmal. Okay, also Wegschreine. Aber jetzt erstmal wieder kümmere ich mich um meine Tiere, um meine Farm. Eigentlich um alles. Wie immer eigentlich. So, und natürlich schön gießen, damit die Kartoffeln schön wachsen. Oh, ah, das Wasser ist alle. Ja, wer kennt's? Wer kennt's nicht? Okay, also holen wir ein bisschen Wasser. Dann kümmere ich mich um die Tiere. Ja, die Situation hier habe ich immer noch nicht so richtig. Ob ich das so behalte oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber so sicher bin ich mir da noch nicht. Weil man sieht ja, so richtig halten sie die Tiere nicht dran. Und dann, ja, ist es auch hinfällig. So, da haben wir schon mal gegossen. Das ist schon mal schön. Ich hatte ja ich habe den Vorschlag bekommen oder den Hinweis bekommen. Ich könnte ja auch hier, so, das muss ich jetzt mal alles streicheln und bürsten. Dass ich ja den Futterdruck, man kann ihn ja erweitern, sodass man, ja, ist ja gut, werdet auch gestreichelt. Dass man für 10 Tage schon mal Futter reinpacken kann. Ja, das kann ich machen. Aber wer mich kennt, weiß, was passiert. Ich weiß nicht, wann diese 10 Tage vorbei sind. Und die Tiere würden weit darüber hinaus wahrscheinlich kein Futter bekommen, weil ich sie vergesse zu füttern. Deswegen gehe ich hier lieber täglich rein. Außer das Ding benachrichtigt mich. Dann wäre das natürlich gut. Oder man kann es wirklich von außen sehen. Das weiß ich nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten fütter ich lieber täglich. Ansonsten kriege ich nur einen auf den Deckel, wenn ich dann die Tiere nicht fütter. Und das mache ich gar nicht so gerne. So, dann nochmal zur Kuh. Die möchte natürlich auch was zu futtern haben. Und sie möchte mir ein wenig Milch geben. So, komm her hier. Zack. Schüssel unter, Milch, fertig. Ja komm, bürsten. Ja. Fein. Du bist eine Feine. So, Futter, sehr schön. Gut. Dann wollen wir doch mal schauen. Wir gehen mal. Und ich werde das jetzt nach und nach machen. Weil, kann ich mir nicht merken, könnte ich jetzt aufschreiben, habe hier aber nichts zum Schreiben auf dem Tisch. Gehen wir nach und nach zu den verschiedenen Siegeln, schauen, welche das sind und machen die dann. Das heißt, wir nehmen erstmal, ja, das Weststadt-Siegel. Da lassen wir uns mal hinführen und gucken mal, was man da für ein Dings braucht, für ein Siegel braucht. So, das ist hier ganz in der Nähe. Ja, ich laufe einmal im Kreis. Ich laufe jetzt einmal hoch. Ja, so. Und dann sind wir auch schon da. Verwenden! Aquamarinsiegel. Okay. Das nehme ich natürlich mit. Ich habe gesagt, das nehme ich mit. So, ich muss mich erstmal wieder an die Controllersteuerung gewöhnen, weil ich jetzt einen Controller wieder habe. Hab mir einen neuen geholt und, ja. Dann kann ich wieder mit Controller spielen. So, ein Aquamarinsiegel soll es sein. Ich habe auch ein bisschen Aquamarin gesammelt. Von daher hoffe ich, dass es mit dem Siegel doch ein Problem ist. Wo ist es? Aquamarin. Da bist du. Und ich brauche noch Eisenerz. Ich glaube, Eisenerz habe ich gar nicht viel gefunden. Boah, ist das belastend. Ich muss noch mal in die Höhle. Ja, ich habe noch Kupfer gehabt, glaube ich. Warte mal, hui, spring noch mal. Wie viel Kupfer habe ich? Ja. Dann würde ich sagen, wir sammeln noch ein bisschen Eisenerz. Und dann können wir das fertig machen. Stimmt, ich bin von Stufe 1 rein und habe ziemlich viel Kupfer gesammelt. Aber kein Eisen. Oh, das macht's aber schön. Ich weiß gar nicht, was er da malt. So, und ich weiß immer noch nicht, wo Balarandi ist. Den muss ich nochmal suchen. Ich weiß echt nicht mehr, wo der war. War der in der Feenwelt? Ist er hier? Sie? Wer auch immer. Wir werden sehen. So, also am besten gleich mal auf die Stufe, wo es Eisen gibt. Und dann holen wir uns ein wenig Eisen.
Na, hier geht's los. Wo gibt's denn viel? Mittel. Gehen wir da mal hin. Da gibt's mittel viel Eisen. Und das nehmen wir natürlich auch gleich mit hier. Hm, springen wir rum. Genau, Peridot. Den werden wir nicht auch brauchen für irgendein Siegel. Aber wir werden alles für irgendein Siegel brauchen. Ach, hier gibt's sogar schon die. Die Anker gibt's ja auch schon. Okay. Hallo. Ich will da mal durch. Danke. Okay. Dafür, dass es hier mittel viel Eisen gibt, gibt es ziemlich wenig Eisen. Aber jetzt geht's los, ja. Das brauchen wir auch. Hallo. Ich will hier mal lang. So. Und schon sind wir wieder in der Mine. Eigentlich wollte ich ja gar nicht sein heute, aber... Ja. Die Vorbereitung und so, ne? Die war nicht sehr gut. Na egal. Aber dann haben wir die Siegel alle zusammen. Dann kann ich mich schön hin und her teleportieren. Was ich wahrscheinlich nie machen werde. Weil ich nie dran denken werde. Aber ich, ne? Gelobe Besserung. Ich muss das nur immer wieder mal machen. Dann denke ich auch dran. Dann gewöhne ich mich auch dran. Und dann wird das auch mit in den Tagesablauf einfließen. Ja, mal schauen. Das nehmen wir mal alles mit. Na, au, au. Ah, schöner Rat in den Rücken gekriegt. Und Feuer. Oh, oh. Das ist doch mal gut, Leute. Hilfe, das reicht jetzt. Ach, die Dinger, die sind mir einfach zu wild. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier wird scharf geschossen. Ich muss weiter. Ab in die nächste Ebene. Und dann muss ich mal gucken, es gibt ja noch irgendein anderes Zeug hier, so ein, aber auf den höheren Ebenen, ne? Stufe 18, Stufe 25, nee, Stufe 18 bin ich jetzt so. Und davon sollte ich vielleicht auch ein bisschen einsammeln. Weil das brauchen wir garantiert auch für irgendein Siegel. Da gehe ich ja mal ganz stark von aus. Ah! So, jetzt habe ich die Faxendicke hier. Ist aber gut. So. So, ich kann auch anders. Ich kann auch anders. Okay, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe hier, weil das möchte ich schon ganz gerne mitnehmen. Das ist eine ganze Menge. Hallo? Hallo? So, danke. Okay, weiter geht's. Ah, nee, das lasse ich liegen. Nee, 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 nee. Ich glaube, für die Siegel habe ich auch schon genug Eisen und Kupfer, aber... Haben ist besser als brauchen. Dann gehen wir mal weiter. Naja, gut, das nehme ich noch mit. Liegt gerade so verführerisch hier rum. So, Stufe 20. Jetzt dürfte doch langsam mal gerne dieses andere Erz kommen. Ne, Erz nicht. Wie heißt das hier? Diese Edelsteine. Da, ja, genau. So. Aber ich habe nicht viel Mana. Mana muss ich mich mal drum kümmern. Muss ich in meinem Haus mal so ein paar Sachen installieren, dass ich einen höheren Mana-Vorrat habe. Der ist nicht doll. Ich muss sie so mal um mein Haus kümmern. Auch meine Hauserweiterung. Da muss ich doch mit... Oh, wie heißt er denn? Der Junge, der im Rollstuhl sitzt. Ich glaube, der kümmert sich darum, ne? Dass mein Haus vergrößert wird. Mit dem muss ich mal quatschen. Der hat's drauf, der kann das. Es wird bestimmt aber sehr teuer sein. Aber so eine Hauserweiterung wäre schon nett. Ja, ein bisschen Kohle ist auch mal ganz nett. Alles nett. Captain nett. Wenn der Captain nett ist, ist alles nett. So. Ja, noch ein bisschen mehr davon hätte ich gerne.
So. Zack. Mach doch, mach doch. Ach, ihr seid so berechenbar. So, dann nehmen wir noch alles mit hier. Und dann denke ich, dass wir für die Siegel alles haben, was wir brauchen. Ach, jetzt kommt da noch so eine olle Kiste angehüpft. Das ist aber auch hier, oder? Mein Herr. Okay, Energie ist alle. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Hause. Weil grünen Saft muss ich mir jetzt nicht reinziehen. Den hätte ich dann lieber, wenn mal das Wetter gut, schlecht ist, was auch immer. Ey, ich will zurück. Achso, muss ich hier rausgehen, stimmt ja. Habe ich schon wieder vergessen. So, ab nach Hause. Wir haben alles, hoffentlich. Und dann brauche ich jetzt erstmal ein Aquamarinsiegel. Ah, Energie. Sag mal, was ist jetzt eigentlich bei dir? Da muss ich mal gucken, weil... Nee, nicht chatten. Also da muss ich mal schauen, weil ich habe ja die Blumen. Aber ich weiß gar nicht so richtig, wie ich die anpflanzen soll. Also die neuen. Und, es gibt ja hier diesen Tisch, der kann doch... mir erstmal Dünger geben. Artischocken. Geht das? Oder habe ich das übersehen letztes Mal? Mit Blumen geht das ja nicht. Du kannst ja nicht aus Blumen Saaten machen, oder? Belebender Dünger, großzügiger Dünger, Verwandlungsdünger. Da bin ich gerade so ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Was? Wie? Wie mache ich das mit den Blumen? Na, da nicht. Dumm. Wobei, wo wir gerade hier sind. Ich glaube, ich habe gerade irgendwas ziemlich viel verarbeitet. War vielleicht nicht so gut. Na, egal. Ein Oma-Tuch. Komm her und lass dich von Oma füttern. Ich weiß nicht. Nee, ich mach das lieber nicht. Das können wir schon mal machen. Genau, ich wollte ein Aquamarinsiegel machen. Da ist es. Das machen wir schon mal. Sag mal, ob es noch irgendeinen Tisch gibt. Ich muss doch noch weitere Blumenfarben erzeugen können, oder nicht? Oder wie? Oder was? Oder wer? Habe ich denn? Welche Tische habe ich? Ich habe doch alle. Getränke, Siegel, Stein, Bauholz, Webstuhl, der Pflanztisch, ja. Küchentisch. Den habe ich noch nicht hergestellt, den muss man herstellen. Ein Kochstall zur Herstellung von Delikatessen zum Verkauf oder zur Verwendung in Rezepten an der Herstelle. Ich brauche noch 5 Lehmziegel. 5 Lehmziegel. Aber das hier habe ich alle schon. Braukessel für Tränke, ja. Hm. Okay. Aber ich brauche noch 5 Lehmziegel. Ich brauche noch 5 Lehmziegel. Die machen wir im... fertig. Ah, 5 reicht. Und dann baue ich mir diesen Tisch. Sehr schön, das Kupfersiegel. Jawohl, das werden wir gleich mal einbauen. Machen wir einen schon mal fertig. Zum nächsten schaue ich dann noch. Und so nach und nach werden wir alle Kupfersiegel hier mal einbauen. Und das Schöne ist, wenn ich das jetzt... Ich bin schon wieder falsch gelaufen, oder? Nee. Wenn ich das jetzt eingesetzt habe, dann kann ich nach Hause teleportieren, oder? Müsste eigentlich gehen. Endlich! Jawohl! Yes! Ja, und jetzt nach Hause, oder was? Ja. Nein. Da bin ich doch schon jung. Achso, geht das. Ja. Sehr schön. Kostet mich das eigentlich irgendwas? Irgendwie, ich glaube nicht. So. Was hast du eigentlich gemacht? Ah ja. Ah, ich glaube, wir gucken nicht mehr zum nächsten. Das machen wir morgen früh.
Morgen früh gehen wir dahin. Und schauen uns das nächste Siegel an. Es wird wahrscheinlich von jedem ein Siegel sein, ne? Also Aquamarin, Topaz, irgendwie sowas. Aber sicher, sicher, bevor ich irgendein Siegel herstelle, das ich nachher gar nicht brauche. Wahrscheinlich wird man jedes Siegel einmal brauchen, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Schön. Nebel? Okay. Kann man mal machen. Ja, das kann man auch machen. So, schmeiß Wasser drauf. Bam. Oh. Ach, guck mal, da sind doch verschiedene Sachen gekommen, ne? Kartoffel und kein Wasser mehr. Was ist denn das andere hier? Zwiebel, oder? Sieht aus wie Zwiebel. Das sieht aus wie eine Zwiebel. Ich hab die Zwiebel auf dem Kopf. Ich bin ein Döner. Denn, ja, okay. Nee, nochmal verwandelt ist ja blöd. Aber die sind noch nicht fertig. Nee, ich dachte, das sah schon so fertig aus, aber... Oh, das gießen wir mal schön. So. Das hier muss ich nochmal gießen, weil sonst wächst es, glaube ich, nicht, ne? Ja, stimmt. Das macht Sinn. Und ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht das Falsche auswähle. Dass ich nicht wieder was abrupfe. So. Ja, jetzt ist die Frage, wie das mit den Blumen funktioniert. Entweder kriege ich da noch eine Station. Oder ich habe irgendwas übersehen. Jetzt holen wir uns erstmal die Lehmziegel und bauen erstmal die letzte, also die letzte, die derzeit letzte Station, die es noch gibt. Ich stelle sie jetzt erstmal irgendwo hin. Weil ich einfach keinen anderen Platz, oder? Hier hin? Na komm, machen wir hier hin. So. Das muss alles nochmal sortiert werden irgendwann. Verwenden. Verwende 25 Zucker, um einen Lutscher zu stellen. Bunte Zuckerbonbons am Stiel. Okay, okay. Verwende 25 Kakteennüsse, um einen Nussmus. Okay. Eingelegte Meeresfrüchte. Eingelegte Wurzeln. Und Eier mache ich. Mayonnaise. Ja, ist klar. Ich werde jetzt alles... Du brauchst 20? Wow. Also ich werde alles einmal herstellen. Man braucht ziemlich viel davon. 20 Honigwaben. Guck mal, so viel habe ich gar nicht. Oh, okay. So, dann kümmere ich mich mal um die Tiere. Ja, hallo. Ja. 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 So, die Damen. Ja. Ja, wunderbar. Ich glaube, also man muss das glaube ich nicht machen, weil ich kann mir nicht, weiß nicht. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal beobachtet habt, wenn ihr das nicht macht, die streicheln längere Zeit. Verlieren die an Zuneigung? Gehen die Balken wieder runter? Ich kann mir vorstellen, nicht. Ich denke mal, wenn du da einmal oben hast, dann bleibt das auch so, egal wie du dich um die kümmerst. So, meine liebe Kuh. Dir werde ich auch nochmal jemanden hier reinbringen, weil es fehlt mir noch ein Tier. Das sollte ich auch mal holen, weil dadurch fehlt mir ja eigentlich auch wahrscheinlich irgendein Produkt, das ich noch nicht habe. Das werden wir gleich mal machen. Da gehen wir gleich mal hin. Da gehen wir gleich mal hin. So, auf was zu futtern für dich. Und los geht's. Schön, dann schauen wir uns mal das nächste Siegel an. Ich glaube, das ist sogar irgendwo... Ah, gut, machen wir mal. Ist da auch eins? Ach. Ja, dann gehen wir zum nebligen Hafen. Ob ich da so hochkomme? Natürlich, natürlich. So, wo ist er jetzt? Gibt es hier auch was? Magic? Magic? So, hier kommen wir zur Mama. Aber mit der Mama will ich gar nicht reden. Ich wollte eigentlich hier hin. Aber irgendwie... Bin ich wohl dran vorbeigelaufen? Na, das ist ja witzig. Und dann sagt er da oben, also das hier ist der neblige Hafen. Ja, toll. Okay, da gibt es also keinen. Hier gibt es einen.
Ein Topaz-Siegel. Okay. Holen, machen wir ein Topaz-Siegel. Nein. Das ist noch bei der Kuh. Ein Topaz-Siegel machen wir jetzt fertig. Hoffentlich. Ja. Machen wir. Sehr schön. So, dann will ich mal zu den Tierzüchtern gehen. Und hol mir so ein, ja, weiß nicht, was das ist, so ein Schaf, Ziegenbock, keine Ahnung. Es hat natürlich wieder einen anderen Namen. Den ich mir garantiert nicht merken werden können. Warte mal. So, jawohl, der Monarchenfalter, hier muss ich doch mal alle fangen. Die ganzen neuen Tiere. Ja, moin. Hallo, jetzt wo die Strudel wechseln, frage ich mich, wie viele Menschen wohl noch nach Azoria kommen werden. Ja, da fällt mir vor allen Dingen ein, ich habe noch irgendwo einen Strudel gesehen. Muss ich mal wegmachen. Ich brauche etwas Kleines, Hartes und Glänzendes. Hast du so etwas? Zeige Jack, raue Zitrinen. Zeigen vor allen Dingen nur. Ja, hier. Kann ich machen. Das kann ich machen, wa? So, wer hatte jetzt die... Das muss hier oben sein. Eine Heidelibelle, okay. Ich glaube, du oder Jeremiah? Und Jeremiah hat übrigens eine Quest. Wie geht's denn so? Oh, gar nicht so schlecht. Hat er das gerade beides gesagt? Okay. Sag mal von Bauer zu Bauer. Hast du schon mal mit Bodenbeeten und Düngemittel... Gibst du mir da... Ey, wie oft habe ich das bitte schon? Verwende einen großzügigen Dünger. Ja. Ich werde die Quest jetzt mal annehmen und dann auch mal ausführen. Meine Herren. Nee, Tierzucht, dann hast du die doch. Ich habe da gar nicht drauf geguckt. Nee, hä? Doch, kaufen, verkaufen. Ja, ein Tier kaufen. Ein Wollhorn. Wir brauchen ein Wollhorn. Mochi. Ja, das ist Mochi. So, Mochi, komm. Komm, Mochi. Ich bring ihn nach Hause. Und dann ist mein Topaz-Siegel auch fertig. Das könnte ich einsetzen. So, Mochi, ich mache hier eine kleine Abkürzung. Apropos Abkürzung, ist hier irgendwie... Nee, kann ich nicht rein. Ich glaube, das war keine Abkürzung. War doch eine Abkürzung. Oh, Mochi kann sich teleportieren. Pass mal auf, Mochi, das kann ich auch. Aber ich will da. So, jetzt geht das. In der Zeit wäre ich auch schon da gewesen, wahrscheinlich. So. Oh, Mochi hat sie mit teleportiert. Na gut. So, dann wollen wir dich mal registrieren. Das werden wir jetzt machen. Da, in diesem Buch. Hier anmelden. Ja, du bist unsicher. Nein. So, Bürsten. Genau. Fütter noch einmal. Und dann bin ich mal gespannt, was Mochi uns bringt. So. Laune ist unsicher. Daran werden wir arbeiten. Gut, woran wir auch arbeiten, ist ja an den weiteren Siegeln. Und da hole ich dann... Holen wir die Kuh mal raus. So, könnt ihr euch schon mal bekannt machen. Miteinander. Und hier klingel ich jetzt auch mal raus. So, ganz von alleine kommen die nämlich doch nicht raus. Okay. Hier ist ziemlich viel Zeug drin, ne? Dass ich jetzt in meiner Tasche habe, dieses ziemlich viel Zeug, ja. Oh. Das bringt gar nicht so wenig... Oh. Das bringt gar nicht so wenig Geld. Ist die Frage, sind die jetzt verschieben? Sind die nur zu verkaufen? Oder verwendet man die wieder für... Ach, guck mal hier. Ah, guck... Oh, guck mal da. Ja, hier brauchst du die Sachen. Zucker. Zucker, ne? Zucker kann ich auch so. Zucker, Butter, Mehl. Gibt's vielleicht auch, irgendwo gibt es bestimmt auch Mayonnaise. Unentdeckte Zutaten. Ah, hier kommen Kartoffeln rein. Also es kommen jetzt schon neue Rezepte dazu. Unentdeckt Milch. Unentdeckt, unentdeckt, unentdeckt. Okay. Eieiei, da meine ja, da gibt es aber echt... Echt viele Sachen. Und mein Inventar ist bestimmt gleich voll. Ja, ich habe ziemlich viele... Ich sollte erstmal Getränke aufbrauchen.
Ich sollte einfach erstmal Getränke aufbauen, oder? Was bringt das eigentlich, wenn ich verkaufe? Nee, das bringt gar nichts. Das kann man sich schenken. Zap, zap, zap. Den einmal rüber und das wollte ich, glaube ich, gar nicht rüber. Aber egal. Das und die behalte ich mal da. So. Dann holen wir jetzt mal das Ding, genau. Ja, Huhn, Mensch. Steht doch nicht im Weg. Und dann werden wir es gleich mal einsetzen. Ja, setze ich erstmal hin. Oh nein, das sieht ja richtig die Beine. Ne, sah ihm so aus. Als wenn sie Beine angezogen hätte. So. Dann das nächste Siegel. Oh, hier bin ich, glaube ich, falsch, ne? Bin ich hier falsch? Nö. Nee. Also fast richtig. Da oben. Jawohl. Sehr schön. So, dann mal gleich zum nächsten Siegel. Das da wäre hier. Genau, an der Salzwassermine. So, sehr schön. Dann muss ich an die treibenden Ruinen. Und ja, dann haben wir doch hier alles. Alles gemacht. An Siegeln. Ja, nehme ich es doch mal mit. Wenn es mir schon direkt über den Weg läuft, dann nehmen wir es doch mal mit. Hallo, Frosch. So, was möchtest du denn? Du möchtest ein Zitrinsiegel. Okay. Kriegen wir hin. Ein schönes Zitrinsiegel. Das machen wir fertig, wa? Also wenn man jetzt so viele Zutaten braucht für diverse Sachen, dann musst du eigentlich schon alles einsammeln, was da ist. Damit man immer genug hat, ne? Ist ja schon, teilweise brauchst du echt viel. Zack. Wo die schon mal da waren. Nehmen wir sie gleich mal mit. Und ich könnte die eigentlich gleich mal auch weiterverarbeiten. Habe ich hier eigentlich was reinzupacken? Achso, das ist ja das. Ja. Ich meinte eigentlich hier. Ja, doch. Ein bisschen was schon. Okay, was wollte ich machen? Ein Zitrinsiegel war das, ne? Ah, habe ich nicht. Habe ich nicht? Doch, da, Zitrinsiegel, natürlich. War das Zitrin? Es war Zitrin. Ja, natürlich war das Zitrin. Ja, und dann muss ich eigentlich, wenn ich das richtig sehe, nur noch hier hin. Treibende Ruine. Aber was ich jetzt einfach machen werde, ich versuche mal dahin zu kommen, wo es noch Nebel gab hier, diesen Nebel zum Beseitigen. Habe ich nämlich letztens gesehen und da hatte mir den Weg versperrt. Und da bin ich mal gespannt, wo man da noch hinkommt. Also ob man da noch irgendwo hinkommt, an einem besonderen Ort. Ja moin. Ja, nimm es gleich mal mit. Verdammt, jetzt liegt hier so viel. Ja, nur habe ich es ja gesagt. Oh, warte mal, dich muss ich mitnehmen. Bienchen. Zack. Schöner Käfersaft. Das war, glaube ich, hier oben. Irgendwo hier vorbei. Ja, hier ist es. Genau. Sehr gut. So, das nehmen wir erstmal alles mit. Jawohl, weg damit. Dann kommen wir hier nämlich noch ein bisschen weiter. Wohin auch immer. Okay. Ah, in die Schneeregion hier oder wie? Irgendwie ja. Nee. Hä? Okay. Ja schon, aber... Ein Holzwurzling! Oh nein, nein, nein. Das erste Mal eingefroren.
Oh Gott. Ich werde nach Hause teleportiert. Okay. Okay. Aber wir haben ein Holzwurzeling eingesammelt. Was ist denn das? Holzwurzeling. Ein Wurzeling, der klebrig und voller Saft ist und im Herbst durch die Berge streift. Hm. Ob man den vielleicht hier irgendwie reinpacken kann? Den guten alten Holzwurzeling. Nein, das geht nicht. Ja, dann werde ich jetzt... Ein Glühwürmchen. Dann werde ich jetzt erstmal das Siegel reinpacken und dann gehen wir nochmal zu dem letzten Siegel, das mir fehlt. Und ja. Aber schön, haben wir den Nebel beseitigt. Und da war ja noch irgendein Stand. Also anscheinend, das sah aus wie andere Tiere. Na, da bin ich ja mal gespannt. Warte mal, wie komme ich jetzt am besten dahin? Hier hochspringen, wa? Ich glaube, ich werde es mir nochmal zeigen lassen müssen. Ja. So. Dann haben wir das jetzt auch. Richtig gut. Und dann müsste ich jetzt noch irgendwie dahin. Und dann habe ich doch alle eingebaut, die es hier gibt. Hä? Achso, das ist Miasma, ne? Ja, okay. Das sah so dunkel aus eben. Ah, das ist es auf der anderen Seite. Okay. Alles klar. Ja, dann schauen wir uns das trotzdem einmal an. Oh, ich freue mich schon so, wenn ich diese blöde Miasma beseitigen kann. Dann brauche ich die Tränke nämlich nicht mehr. Hoffentlich. Also, das ist so meine Vorstellung. Habe ich Platz? Jo. Und weg ist er. Ah, du kleiner Blob. Komm mit. Dämmerschatten, okay. Gut, wenn das wird wahrscheinlich direkt vor der Ding sein, vor der Höhle. Das Teil macht wirklich schon Sinn. Da spart man wirklich viel Zeit. Ja, hier ist es, okay. Ein Amethystensiegel. Das Amethystensiegel werde ich dann gleich mal machen. Aber ich muss mich gerade konzentrieren. Das werden wir in der nächsten Folge erst einsetzen, denn die Folge ist nämlich schon vorbei. Leider, leider, leider. Dann werden wir das noch einsetzen. Und das macht wirklich Sinn hier, da schnell hinzureisen. Spaß ist schon viel Zeit. Ja, wenn es euch gefallen hat, was ich hier gerade mache, den versuchen zu fangen, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und Abo wäre auch nicht schlecht. Da unterstützt ihr mich und den Kanal mit. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder reinschaut. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.